Ja, dann denk mal drüber nach, was du für Signale sendest, wenn du dich so anziehst. Für eine attraktive Frau bist du echt ganz clever. Ey, jetzt sei doch nicht gleich so angegriffen. Ich find's echt mutig, dass du dich mit dem Körper auf die Bühne traust. Du bist halt weiblich. Mann, ey, jetzt sei doch nicht gleich so angegriffen. Heutzutage kann man ja gar nichts mehr sagen, ne? Klar respektiere ich Frauen. Außer Nutten. Die machen das ja freiwillig. Selber schuld. Du musst an deinem Körper arbeiten, besonders an deinen Beinen. Du kommst zu tough rüber. Also irgendwie kommst du nicht tough genug rüber. Du übertreibst. Hey, Girl Boss! Jetzt halt mal kurz die Luft am Bein. Oh, more disgusting, ma'am. I'll take a deep breath and I count to ten. And then I make a fist in my pocket with my hand. To do the juice balance. It don't impress me more. I make a click with my finger at your band. Cause you're not even trying. To do the juice balance. Whoa. Nicht alle Männer. Muss es jetzt eigentlich auch FrauInnen heißen? Männer und Frauen sind eben unterschiedlich. Warum will man die dann alle gleich machen? Ich mag, wenn Frauen ein bisschen devot sind. Ich bin eben Gentleman der alten Schule. Ach so, also dazu darf ich jetzt keine Meinung haben, oder was? Wenn man auch nur eine Meinung zum Papst haben darf, wenn man selber Papst ist, oder wie meinst du das? Niemand wird hier diskriminiert. Die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Mir ist egal, was die machen, solange die mich nicht anfassen. Wenn sie Gleichberechtigung wollen, warum brauchen die dann eine Parade? Gott, alle sind so